der falsche Prophet. Oben wurde bereits kurz der falsche Prophet erwähnt. Zum falschen Propheten gibt es nicht wenige Informationen in der Offenbarung, aber niemand weiß genau, wer er ist und von wo genau er stammt. Im Alten Testament scheint es zunächst so zu sein, als ob der falsche Prophet überhaupt nicht erwähnt wird. Aber das stimmt nicht. Listen wir also zunächst mal auf, was wir von ihm aus Offenbarung 13 wissen. Es ist ein Tier, das aus der Erde aufsteigt. Es hatte zwei Hörner gleich wie ein Lamm. Es redete wie ein Drache. Es übt alle Macht des ersten Tiers vor ihm. Es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier, also den Antichristen, anbeten. Es tut große Zeichen, dass es auch macht Feuer vom Himmel fallen. Es verführt die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun. Es sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Es ward ihm gegeben, dass es dem Bild des Tiers den Geist gab, dass des Tiers Bild redete. Es macht, dass alle, welche nicht des Tiers Bild anbeten, getötet würden. Und es macht, dass die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen. Wichtig ist zunächst, dass nicht der Antichrist Zeichen und Wunder tut. Nicht er macht, dass sich alle ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder Stirn geben, sondern der falsche Prophet. Das wird in vielen Auslegungen immer wieder falsch zitiert. Wörtlich erwähnt wird der falsche Prophet in Offenbarung 16, 19 und 20. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tiers und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister gehen gleich den Fröschen. Dann Offenbarung 19, und das Tier ward gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er verführte, die das Mahlzeichen des Tiers annahmen und so weiter. Offenbarung 20, und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet war. Und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der falsche Prophet ist also ein mächtiger Mann. Er ist ein Tier aus dem Land. Das bedeutet, dass er eine politische Größe aus Israel ist. Wir sehen gleich noch, warum das so ist. Er steht mit dem Teufel selbst im Bund und verfügt über große Macht und okkulte Fähigkeiten. Er kann Zeichen tun, sorgt für die Anbetung des Tieres aus dem Meer des Antichristen und er sorgt für das Mahlzeichen. Oben haben wir gesehen, dass der Antichrist ein Syrer bzw. ein Neoseleukide ist, ähnlich einem Antiochos dem IV. Epiphanes. Aber wer genau ist der falsche Prophet? Die Beziehung des falschen Propheten zu Jesaja 7. Die folgenden Personen werden in Jesaja 7 erwähnt und sind zum Verständnis des Textes und der historischen Situation von Bedeutung. Ahas, der König von Juda, Rezin, der König von Syrien und Pekach, der Sohn Remaljas, König von Israel. Er war ein Nachfolger Pekachias und ein hoher Militär. Pekach tötete Pekachia mit 50 Gileaditern und usurpierte Israel. Es wird allgemein unterstellt, dass Pekach zunächst mehr oder weniger eigenmächtig in Gilead regiert habe, bevor er seinen König ermordete. Sonst passen die in der Bibel angegebenen Regierungsjahre nicht zusammen. Vermutlich benennt sich Pekach nach seinem König, ohne aber die auf Gott hinweisende Endsilbe Yah zu verwenden, weil er ein gottloser Mensch ist. Pekach wird in Jesaja als Zeichen der Verachtung immer nur Sohn Remaljas genannt und nicht mit eigenem Namen. Sobald Pekach König war, schloss er eine Koalition mit Syrien, um seine noch schwache Position zu festigen. Er war skrupellos genug, gemeinsam mit Syrien gegen Juda und Jerusalem zu opponieren und Israel in einen Bruderkrieg zu hetzen. Tabeel oder auch Tabeal war möglicherweise ein Transjordanier. Sein Name bedeutet Taugenichts, eine Verballhornung des Namens Tabeel, Gott ist gut. Das hier beschriebene Gebiet Gileads, dem Gebiet der späteren Dekapolis, dem heutigen Transjordanien, gehörte also ursprünglich dem Stamm Ruben, dem Stamm Gad und dem halben Stamm Manasse. Der spätere König Pekach herrschte dort ca. 20 Jahre lang als ein General des nordisraelischen Königs Pekachia. Er geht einen Bund mit Rezin, dem König von Syrien, ein. Rezin, der König von Syrien, ist in endzeitlicher Hinsicht ein Bild auf den Antichristen, denn allein auf ihn passt die Beschreibung des kleinen Horns, das in Daniel 7 und Daniel 8 erwähnt ist. Johannes sagt zudem, dass neben dem Antichristen, dem Tier aus dem Meer, noch ein falscher Prophet kommen wird. Dieser falsche Prophet wird auch als ein Tier aus dem Land beschrieben. Dies ist wichtig für die Erklärung, wer der falsche Prophet ist. Die gängige und meines Erachtens richtige Auslegung ist die: Der Antichrist stammt aus den Nationen, aus dem Meer. Der falsche Prophet hingegen stammt aber aus dem Land Israel.
Rezin ist also ein Bild auf den Antichristen. Daher kann allein Pekach ein Bild auf den falschen Prophet sein, denn er stammt aus Transjordanien, dem alten Gilead, der späteren Dekapolis. Diese Gegend ist, wie wir oben gesehen haben, aber auch deckungsgleich mit dem Stammesgebiet Manasses jenseits des Jordan. Und damit ist der falsche Prophet ein politischer Herrscher, ein Tier aus dem Land, nämlich aus dem Land der Stämme Israels, dem Stammesgebiet des halben Stammes Manasses, der nicht in das gelobte Land Israel einwanderte, sondern jenseits des Jordans im heutigen Transjordanien sein Stammesgebiet wählte. Das wäre eine biblisch begründete und schlüssige Erklärung dazu, wer der falsche Prophet ist und woher er kommen wird, nämlich aus dem Land Israel, genauer aus dem ehemaligen Stammesgebiet Manasses. Hier wird erneut deutlich, dass sich alttestamentliche Texte mit neutestamentlichen zu einer neuen Einheit verbinden und sich gegenseitig Licht geben. Dieser falsche Prophet, der endzeitliche Nachfolger des historischen Pekachs, sorgt für die Anbetung des Antichristen, des Königs von Syrien, dem endzeitlichen Pendant des historischen Rezin von Damaskus. Dieser endzeitliche Pekach sorgt dafür, dass sich alle, auch und insbesondere das einstige Nordreich Israels, in der Endzeit ein Zeichen an die Stirn oder die rechte Hand geben. Offenbarung 13 schreibt hierzu: Und ich sah ein anderes Tier, der falsche Prophet, dessen antikes Vorbild Pekach ist, aufsteigen aus der Erde, nämlich aus Transjordanien, der Neo-Dekapolis, dem ehemaligen Stammesgebiet Manasses. Das hatte zwei Hörner, gleich wie ein Lamm. Es sieht fromm aus wie das Lamm und es redete wie ein Drache, nämlich wie der Teufel. Und es übt alle Macht des ersten Tiers, nämlich des Tiers aus dem Meer, aus den Nationen, aus Syrien, dem Bild des Antichristen aus, vor ihm. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Dazu gleich noch mehr. Und tut große Zeichen, dass es, nämlich der endzeitliche Pekach, auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen. Und verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm, nämlich dem endzeitlichen Pekach, dem falschen Propheten, gegeben sind, zu tun vor dem Tier, dem Antichristen aus Damaskus, aus Syrien. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, nämlich dem Antichristen aus Damaskus, das die Wunde vom Schwert hatte. Die Seleukiden waren nämlich untergegangen und wieder lebendig geworden war. Die Seleukiden kommen in der Endzeit wieder auf. Und es ward ihm, dem endzeitlichen Pekach, also dem falschen Propheten, gegeben, dass es dem Bild des Tiers, des Antichristen, den Geist gab, dass des Tiers Bild redete und machte, dass alle, welche nicht des Tiers Bild anbeteten, getötet würden. Und es, der falsche Prophet, macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tiers, des Antichristen, oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. So wird dann schlussendlich überhaupt auch verständlich und erklärbar, warum Manasse damals nicht vollständig ins gelobte Land einzog. Es ist eine prophetische Struktur, die sich auf die Endzeit bezieht. Es ist die Gegend, aus der in der Endzeit das Tier aus dem Land kommen wird, der falsche Prophet, der endzeitliche Pekach. Es ist meines Erachtens geradezu anbetungswürdig, in welcher Homogenität und Komplexität Gottes Wort von den ersten Zeilen bis zu den letzten geschrieben wurde und wie alles seinen Sinn und seine Ordnung bekommt, wenn Gott Licht hierfür schenkt. Antichrist und falscher Prophet im Alten Testament. Das unheilige Paar der Endzeit besteht also aus dem Antichristen und dem falschen Propheten. Solche unheiligen Paare von politischen Herrschern finden wir in der Bibel erstaunlicherweise im Alten Testament des Öfteren. Seba und Salmuna, Oreb und Seb, Sihon und Og und auch Jabin und Sisera. Ahitophel ist ebenfalls ein Bild auf den falschen Propheten und sogar Aaron wird zu dessen Vorbild, wenn er Israel mit dem goldenen Kalb, mit einem Bildnis verführt, während Mose auf dem Berg die Gesetzestafeln erhält. Wo wir gerade dabei sind, alttestamentliche Bilder für endzeitliche Figuren zu finden, auch Hazael von Damaskus ist ein Bild für den Antichristen. So könnte man Fortsetzungen machen und gleichsam einen ganzen Strauß von alttestamentlichen Texten finden, die mit den Prophetien der Endzeit und insbesondere mit den Prophetien Daniels in engem Zusammenhang stehen. Erwähnenswert sind vielleicht noch Gideons Schlacht gegen die Midianiter, Davids Rückkehr und Throneinnahme, Absalom, der zu den 10 Nebenfrauen seines Vaters David einging, nachdem er David vertrieben hatte,
und so weiter und so weiter. Alles das sind geheimnisvolle Bibelstellen, die in der Endzeit ihre Erfüllung haben werden und auf diese hindeuten. Erneut wird also deutlich, dass die vorliegende Sichtweise nichts Neues behauptet, sondern lediglich das zitiert, was bereits vielfach im Alten Testament beschrieben wurde.